Hi Leute, heute will die Sarah euch mal zeigen, wie man sich das Gesicht einkleistert. Als erstes nimmt sie so einen komischen Schwamm, der irgendwie ganz komisch aussieht und tupft sich da irgendwie einfach so im Gesicht rum. Keine Ahnung, was das bringen soll. Das Ganze schmiert sich jetzt auch noch schön über die Lippen mit dem Schwamm. Und jetzt tupfen, 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 tupfen. Ich hätte schon längst so einen üblen Krampf im Arm bekommen, dass mir der Arm wahrscheinlich abgefallen wäre. Jetzt kommt der Schwamm endlich weg und wir kommen zu einem neuen Produkt. Jetzt schmiert die sich irgendwas unter die Augen, soll anscheinend die Augenringe wegmachen und wird in einer Dreiecksform unter das Auge aufgetragen. Und dabei natürlich aufpassen, dass man sich den Pinsel nicht ins Auge sticht. Und da ist unser legendärer Schwamm wieder am Start. Und das Ganze wird wieder schön eingetupft. Jetzt nimmt sie so ein weißes MAC-Puder und das wird schön unter die Augen gepinselt. Man sieht zwar nichts, aber okay. Jetzt kommt hier irgend so was Weißes, ich weiß gar nicht, was das ist, aber es sieht so aus, als würde sie sich das auf die Augen schmieren. Und das Ganze verreibt sie jetzt mit ihren Fingern und man sieht schon wieder nichts. Jetzt nimmt sie sich ihren schwarzen Stift und malt damit ihre Augenbrauen aus. Wenn sie das gemacht hat, nimmt sie sich die andere Seite vom Stift und bürstet sich damit die Augenbrauen aus. Das dauert bei ihr richtig, richtig lange immer. Jetzt nimmt sie sich so ein braunes Puder und das macht sie sich auf die Wangen. Und das nennt sich, glaube ich, Konturieren, soweit wie ich jetzt weiß. Das wird dann schön mit dem Pinsel in die Haut eingearbeitet. Jetzt hat sie sich hier so ein rosanes Puder genommen vom MAC. Und dazu noch einen anderen Pinsel, der etwas dicker aussieht und trägt sich das auf die Wangen auf. Jetzt hat sie sich hier eine Palette genommen mit mehreren Farben, was aussieht wie Lidschatten. Die braune Farbe pinselt sie sich jetzt aufs Auge. Okay. Erst aufs eine und dann aufs andere Auge. Jetzt hat sie sich einen neuen Pinsel genommen und verblendet das Ganze. Jetzt nimmt sie sich eine neue Palette und wählt sich eine neue Farbe aus. Und diese trägt sie dann wieder mit einem neuen Pinsel aufs Augenlid auf. Es geht weiter mit einer anderen Farbe aus derselben Palette. Ich frage mich langsam echt, wie viele Farben die noch auftragen will heute. Und da geht es auch noch direkt mit der anderen Farbe weiter. Ich muss echt sagen, dass ich froh bin, dass ich kein Mädchen bin. Jetzt hat sie schon wieder hier eine neue Palette mit so Glitzerzeug drin und das wird sie sich wahrscheinlich auf die Wange schmieren, damit das schön glitzert. Und das Ganze wird auch 100-mal wiederholt jetzt. Und jetzt wieder schön mit dem Pinsel unter die Augen, aber darauf achten bitte, dass ihr euch die Augen nicht ausstecht. Mit dem schwarzen Filzstift hier jetzt will sie sich einen Strich aufs Auge malen, was da später aussieht wie ein Katzenauge. Das scheint doch echt ganz schön schwierig zu sein, weil sie dafür verdammt lang braucht. Ach du Scheiße, jetzt hat sich auch noch vermalt. Aber ist ja nicht schlimm, das kann man ja schnell korrigieren. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen, weil jetzt nimmt sie ihre Lieblingswimperntusche und tuscht sich ihre Wimpern. Das wiederholt sie jetzt auch so oft, bis sie ihre Wimpern gefallen. Hoffen wir mal, dass es jetzt der letzte Schritt ist, da sie sich jetzt ihr mit einem Buntstift die Lippen anmalt. Das war wohl doch nicht der letzte Schritt jetzt. Jetzt kommt noch Glanz auf die Lippen für die Vollendung.
So, und jetzt sehen wir das Gesamtbild nochmal. Und ich hoffe, ihr schreibt unter die Kommentare, dass sich Frauen nicht mehr so lange schminken sollen, damit es einfach schneller am Wochenende geht, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr nochmal so einen blöden Kommentator haben wollt, dann einen Daumen nach oben. Bis dann, ciao.